So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom TC Money Cup. Und ihr seht schon oben im Titel, heute also mit dem zweiten Spieltag. In der Gruppenphase gegen, ja, den lieben Ahrensburg Alex. Gegen den Alex aus Ahrensburg werden wir also jetzt gleich zocken. Und wer es nicht mitbekommen hat, wir hatten ja schon ein Spiel. Das Ganze konnten wir positiv für uns bestreiten. Einmal gab es den Sieg im Hinspiel sozusagen gegen den lieben FIFA-Feeling. Und im Rückspiel auch noch, heißt 6 Punkte aus 2 Spielen, die beste Ausbeute stand jetzt, die wir momentan haben. Wir hatten jetzt gerade, oder ich hatte gerade die Aufnahme gegen den Alex. Link zu seinem Spiel ist unten in der Videobeschreibung, Jungs. Checkt ihn unbedingt aus, lasst ein Abo da, schaut beim Video vorbei und kommt danach gerne wieder zurück und schaut euch das Rückspiel an. Sprich, Link dazu in der Beschreibung. Der Link oder die Links zu allen anderen Teilnehmern vom TC Money Cup sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Unbedingt auschecken, Freunde, und das Turnier schön verfolgen. Und in dem Sinne, ihr seht im Hintergrund die Mannschaft, da hat sich natürlich nichts getan. Unser Team, das ganz, ganz minimal unter der 1 Million geschraubt hat, aber wir haben es geschafft, ein Team zu bauen, das unfassbar geil aussieht, unfassbar stark ist und genau 1 Million Coins kostet. Von dem her freue ich mich drauf. Erstes Spiel, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich will auch gar nicht großartig spoilern, dann gehen wir wieder im nächsten Part drauf ein. Schaut es euch auf jeden Fall an, Freunde. Und in dem Sinne, Rückspiel jetzt seit hier gegen Ahrensburg Alex. Let's go. Und damit sehen wir also das Team vom lieben Alex. Vorne drin mit dem guten Herrn 91er Lewandowski, Robin, Reus, Holt wie in der Poser-Pose, Freunde. Dann haben wir noch mit am Start Gustavo Vidal, Boateng, Alaba, Piszczek, Naldo Inform und Manuel Neuer hinten drin. Das Ganze ist bei ihm nicht wundern, weil wir haben irgendwie gerade keine Verbindung herbekommen, wenn ich jetzt hier bei mir daheim spiele, aber mir ist das völlig egal. Von dem her, auswärts oder auch daheim, das ist Wumpe. Ihr könnt gerne, wenn es euch gefällt, wieder einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes für diesen TC Money Cup Gruppenspiel. Knaller, Freunde, Knaller. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und in dem Sinne gehen wir rein in mein drittes Spiel, in das zweite auf diesem, in mein viertes Spiel. So rum, das zweite, das auf diesem Kanal erscheint. Erste Möglichkeit, Freunde. Marco Reus, 9 Minuten sind da auf der Uhr, Freunde. Da schießt er das erste Mal, der Alex. Wir kommen noch nicht so ganz rein in die Partie bislang. Ich würde sagen, das ist momentan relativ ausgeglichen. Keiner mit irgendwelchen. Oh, der Pass ist natürlich genial. Reus, und dann ist es Gott sei Dank Buffon, der den aber sowas von genial hält. Ich wollte gerade sagen, keiner kommt bisher da durch die gegnerischen Abwehr rein. Und dann macht der Alex, dann packt er da den Zuckerpass aus, Freunde. Richtig gute Chance, und wir sind nochmal dran. Also jetzt legt er los hier. Aufpassen, wieder ist Gianluigi Buffon da. Kann der zunächst mal zum Einwurf klären. Pogba mit der Möglichkeit, den werden wir aber mal anders probieren, mal schauen, ob es funktioniert. Es klappt soweit, es klappt eigentlich ganz gut, dann hauen sie sich hier gegenseitig um. Und dann ist das natürlich, na heute, na also, boah, also sowas nicht geplant. Schade, schade, erste Torannäherung von uns, relativ schöner Freistoß direkt, den wir da ausführen, aber am Ende leider ungefährlich. Guter Ball, guter Ball, guter Ball, und dann ist die Chance da. Eieieiei, da ist gerade noch Manuel Neuer dran an der Kirche. Jungs, so langsam erarbeiten wir uns die Chancen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir werden besser und besser und besser, aber noch ist es ausgeglichen. Erst hat der Alex losgelegt, jetzt legen wir los, Freunde. Und jetzt könnte es vielleicht fallen, die Chance für Guarin. Wieder abgefälscht, nächste Ecke hinterher. Maicon wird sie bringen, auch die ist nicht so schlecht. Allerdings kann er sich diesmal ganz gut befreien mit Marco Reus. Jetzt müssen wir aufpassen. Konter in FIFA 16 nach einer Ecke sind brandgefährlich, kennen wir alle. Gut dazwischen, Dybala, 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 er kommt nicht zum Schuss, er wird da hinten attackiert, aber das ist auch kein Foulspiel, aber schade, schade, gute Möglichkeit. Möglichkeit für den Alex, er probiert es mit dem Longshot, hätte ich auch gemacht. Guter Schuss da, gelbe Karte hinterher noch für Vidal. Boateng hat vorhin auch gelb gesehen. Also mal gucken, vielleicht fliegt da ja auch noch einer, das wäre nicht schlecht, dann können wir da gegen 10 Mann spielen, aber mal schauen, was das noch hier und heute wird, Freunde. Es ist eine sehr, sehr intensive Partie, wie der erste Part, der auf seinem Kanal, wie gesagt, ist, es auch schon war. Auch da ging es heiß, heiß her. Und war auf jeden Fall ein richtig geiles Match. Jetzt, come on, komm, komm, komm. Ja, Dybala, der kommt leider nicht an. Doch, der kommt an. Dybi macht das gut, macht das bockstark. Dybala, überragend. Kommt nicht ganz durch, dann geht's, glaube ich, den Abschluss. Pogba, auch mal mit dem Longshot, aber auch der geht nicht rein. Also, Freunde, 45 Minuten sind gespielt. Das ist noch nicht ganz Pause, aber es ist ein brutales Spiel, was wir hier erleben. Und damit gehen wir also rein in die Pause, Jungs. Torlos, 0:0 steht es hier nach 45 Minuten. Eine sehr intensive, eine sehr ausgeglichene Partie.
Er hat gut begonnen, dann waren wir am Drücker und dann war es irgendwie komplett ausgeglichen. Also ich denke, das geht in Ordnung, allerdings vielleicht eher ein 1-1 als 0-0, aber beide stehen sehr, sehr gut in der Defensive. Auch wenn ihr es seht, es gibt ein paar Chancen, waren aber auch größtenteils Longshots von uns. Von dem her ist es ein bisschen schwierig durchzukommen noch für beide. Ich bin sehr gespannt, wir gehen rein in den zweiten Durchgang. Chiellini bringt ihn jetzt hoffentlich mal gefährlich in die Mitte. Der war nicht so schlecht, neuer Deutscher da an, der geht vorbei. War am Ende nicht so knapp, aber... nicht so knapp, war am Ende relativ knapp, aber leider nicht gefährlich genug, als dass wir da leider das 1-0 erzielen können, was wir so unfassbar jetzt mal brauchen langsam. Pogba versucht's mit dem Chip und er geht über den Querbalken, Freunde. Ganz, ganz leicht gestriffen, glaube ich, da noch. Also wir kommen hier gut raus aus der Pause, wir erarbeiten uns sehr, sehr viele Chancen, ne? Aber das leidige Thema in FIFA, immer und immer wieder die Chancen, oh mein Gott, oh, das Nutzen der Chancen, oh mein Gott, was ist denn das für ein Ball? Die Chancenverwertung, die klappt leider, oh mein Gott, überhaupt nicht. Gut gespielt, dann ist er noch mit dem Kopf dran, der Verteidiger, der Cuadrado, nee, wer auch immer, ich weiß es nicht. Das ist Cuadrado von uns, aber so gibt es leider nur die Ecke, die kommt jetzt mal gefährlich wieder in die Mitte, die kommt mal richtig gut, aber wieder ist halt Neuer da. Der mit sowas hier, ne, überhaupt keinen Spaß versteht, Freunde. Der hält den locker lässig fest. Jetzt vielleicht wieder abgefälscht. Also das sieht man sehr, sehr oft bei uns, dass die Dinger abgefälscht werden. Spiel den und mach den jetzt und mach den jetzt. Er macht ihn 1-0. Verdammt ist das wichtig. Juan Cuadrado, 74. Minute. Wir führen mit 1-0 gegen Alex. Ganz stark gemacht und dann rübergelegt und dann lässt er da Manuel Neuer keine Chance. War zwar ein relativ spitzer Winkel, aber nichtsdestotrotz unfassbar stark gelöst. Und damit führen wir. Pogba probiert es auch nochmal mit dem Schuss. Aber wie schon angesprochen, es werden so unfassbar viele Bälle. Nicht nur bei ihm, auch was meine Defensive betrifft. Die werden so oft geblockt. Das ist Wahnsinn. Jetzt kommt Reus über die Seite. Ist zwar fast kaputt, aber Maicon ist kaputter. Gut gemacht gegen Marco Reus. Poggi. Pogba. 2-0. Schönes Ding. 83. Minute. Na also geht doch. Der Knoten ist geplatzt. Paul Pogba mit der wunderschönen Drehung. Und dann macht er das zweite Ding, Freunde. Ich hoffe, 8 Minuten sind noch zu gehen. Das ist die Entscheidung. Nochmal die Möglichkeit. Nochmal der Schuss. 3-0. Oh, Lorenzo Insigne macht auch noch die Kiste, Freunde. 88. Minute. Und jetzt muss ich es ganz ehrlich sagen. Ich habe schon überlegt, ob ich es beim zweiten sage. Aber das ist ja noch irgendwie vertretbar. Aber ein drittes ist absolut zu viel des Guten. Vor allem, den kann, glaube ich, Neuer auch halten. Also das ist zu viel. Das spiegelt überhaupt nicht das Spiel wider. Es war eine sehr knappe Partie, die auch komplett in die andere Richtung hätte kippen können. Da sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Das werdet ihr, denke ich, auch dann gleich an den Chancen sehen. Ich denke, wir haben sogar ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ne? Aber alles in allem, ihr kennt das leidige Thema FIFA und ein bisschen Glück und Random und Pipapo. Das kann genauso gut in die andere Richtung kippen, von dem her. 3-0 ist hier absolut zu viel des Guten. Aber wir kriegen sogar nochmal die Möglichkeit. Pogba, gut nach unten gelegt. Und dann kommen wir nicht ganz durch. Und damit ist es amtlich, Freunde. Wir gewinnen am Ende mit 3-0 gegen den Ahrensburg, gegen den Alex aus Ahrensburg. Wie gesagt, ich habe es ja gerade angesprochen, es ist am Ende zu hoch. Aber das ist FIFA, das kennen wir alle. Egal in welche Richtung das kippt, es ist so oft auch einfach mal der Fall, dass es genau andersrum hätte sein können. Ihr seht, am Ende hat man echt mehr Chancen. Nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, ist das 3-0 ein bisschen zu hoch. Ein 2-0, okay, das Spiel, das dann, wie gesagt, Gott sei Dank zu unseren Gunsten gekippt ist. Wir holen damit den Sieg. Wie gesagt, schaut gerne beim Alex vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Checkt ihn unbedingt aus. Lasst ein Abo da, lasst schöne Grüße da. Und ja, guckt euch das Spiel an. Gegen den Alex, bei ihm, auf dem Kanal. Wie haben wir da gespielt? Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es natürlich, aber ich werde es nicht spoilern. Darauf gehen wir dann wieder im nächsten Part ein. Ohne das Spiel vom Alex haben wir damit aus den 3 Spielen, die ihr bisher kennt, wenn ihr das Spiel bei ihm noch nicht gesehen habt, alle gewonnen, plus das, was ihr euch jetzt angucken könnt. Heißt, wir stehen relativ gut da, sehr, sehr gut da in der Tabelle, in unserer Gruppe. Und da können wir durchaus drauf aufbauen, Freunde. In dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit bin ich erstmal raus, Jungs. Macht's gut, haut da rein. Schaut bei den anderen übrigens vorbei. Alle Links in der Beschreibung. Checkt sie aus. Bis dahin, euer Badeschlapp. Macht's gut und Servus.